Für das heutige Replay of the Week habe ich mich entschieden, da mal wieder eine Arti auszupacken. Damit herzlich willkommen heute mit dem Objekt 261 und dem Spieler USA G. Ja, Karte ist Klippe. Das ist schon mal sehr schön für eine Arti. Er ist hier auch die einzige in seinem Team. Gegner hat ebenfalls eine, allerdings da Tier 9. Dementsprechend hier bestimmt ein spannendes Match jetzt. Und ich bin selbst sehr gespannt, weil der Schaden sollte durchaus sehenswert werden. Aber erstmal muss er sich natürlich positionieren. Da ist hier da hinten Klassik. Ah, was? Er nimmt jetzt diesen einzelnen Strauch hier. Ob der jetzt überhaupt für eine Tarnung langt, ob das jetzt... Naja, es ist, glaube ich, so ein bisschen fürs eigene Gewissen, dass man hier so ein bisschen einen Busch hat. In der Regel stellt man sich auch gern hier drüben auf oder ganz hier rüber. Aber gut, erstmal will ich jetzt hier den Hochfahrenden gleich mal aufs Korn nehmen. Das ist sehr schön. Aber noch gibt es hier keinen, der sich da anschickt. So, also ein paar, die hier mal immer wieder hochgucken, aber niemand... Oh doch, da kommt jetzt... Aber schön, er hält die rechte Maustaste gedrückt und bleibt weiterhin da drauf, dass er sieht, wohin kommt der Objekt. Schuss ist raus und 743 Damage. Schön der Granate hinterhergeflogen. So soll es sein. Und da war das Objekt direkt raus. Da sieht man, wenn man da hochfahrt und die Arti ein bisschen clever ist, dann geht es ganz schnell schlecht aus. Da hat er aber schön Unterstützungsschaden bekommen, auch dafür 748. Also da hat sich das Objekt 140 schon mal dicke gelohnt. Und jetzt hier auf die Bad-Chat. Komm, Schuss, schieß. Nein, doch nicht. Okay, 57 Heavy, Schuss. Ja, 599 Schaden auf den draufgeballert. Sehr schön, teilweise der Flugbahn der Granate zu folgen. Geht ebenfalls mit dem Battle Assistant, das ist diese Mod, die hier diese Darstellung ermöglicht, dass er so schräg drauf sieht und nicht on top. So, jetzt hat er hier vorne erstmal nichts mehr auf. Da muss er sich so ein bisschen gedulden. Da jetzt vielleicht wieder den T-57 Heavy jetzt da nochmal. Schuss und Bäm! 1181 Schaden hat er da gemacht. Das spätestens sollte jetzt mal der T-57 Heavy merken, dass da nicht gut Kirschenessen ist. So, und hier die nächste auf die IS-4 oder den IS-4 und auch da mit 931 Schaden kommt hier die Granate ins Ziel. Also er kann hier wirklich die dicken Dinger auspacken. So, nächste Granate steht an. Nochmal den IS-4. Aber diesmal trifft er ihn nur kritisch. Leider, leider kein Schaden diesmal. Der Leo hat da schon keinen Bock mehr. Der haut da jetzt, glaube ich, auch ab. Aber der IS-4, der bleibt da stoisch. Der denkt sich, nein, ich bin da hier. Das ist meine Stelle. Da kann die Arti noch so oft auf mich schießen. Das könnt, ihr könnt mich mal. So, ich bleib da wieder. Zack. Der IS-4, der lernt's nicht. Krieg gleich nochmal eine. Oh, oder Leo. Jetzt ist er gekettet. Wuhu! Und auch da, er zündet ihn an. Automatischer Feuerlöscher, weil das hat ihm nichts mehr geholfen. Erstmal der 1029 Damage-Schlag. Dann 94 noch mit Feuer und 54 unterstützt. Also, ja, warum auch nicht? Aber, wie gesagt, die Gegner, die haben ja gesehen, dass die Artis dahin schießt. Also, das war einfach wirklich nicht smart.
So, jetzt auf den EN100. Und hier zündet er ihn an. Und da auch der automatische Feuerlöscher verhindert da noch Schlimmeres. Deswegen in Summe erstmal nur 800 Schaden. Also er macht hier das Spiel für sein Team wirklich sehr, sehr gut bis dato. 5300 Damage, damit hätte er schon zwei Panzer rausnehmen können. Und die nächste Granate mit 1236. Auch der EN100 dürfte jetzt mal langsam merken, da kommt Unheil von der Seite. Aber scheinbar sind die Spieler alle recht beratungsresistent, was hier das Thema AT angeht. Aber auch sein Team hat hier nicht mehr viel, was hier eigentlich verteidigt. Also nur noch Foch, ST und die Badget. Ansonsten ist hier der Gegner eigentlich schon da am Drücker. Ja, der Blindshot, wissen wir jetzt natürlich nicht, wie der angekommen ist. Aber doch, da hat die IS-7 getroffen oder den IS-7. Denn hier hat er auch noch den Unterstützungsschaden bekommen. Und der ES7 ist jetzt raus. Und hier platzen jetzt die Gegner so peu à peu. Ist auch wichtig, denn noch liegt der Gegner ordentlich vorne. So, und jetzt will er hier seinem TVP da ein bisschen helfen auf den E4. Der wurde aber schon zerstört. Jetzt auf den Kran fangen. Schnell, Junge, schieß noch raus. Mach ihn weg. Jau, wichtig. So konnte der TVP noch gerettet werden. Hier oben ist erstmal Ruhe angesagt. So, weiter. Er guckt noch aufs Objekt. Aber das bleibt da stehen. So, jetzt mal auf den ES4 vielleicht wieder. Den kennt er doch ganz gut. So, und jetzt IS-4, Schuss raus, 839 und die Kette ist auch dahin. Oh, SDRV, auch ein sehr schönes Ziel. Mittlerweile liegt sein Team mit 10-10 gleich auf. So, jetzt IS-4, komm, jetzt hast du so lange unter der Arti gelitten, jetzt darfst du dich auch rausnehmen, oder? Jetzt kommt er da nicht drüber. Deswegen muss er da jetzt zurücksetzen und jetzt hat er die Chance und nimmt... Nein! Nimmt ihn doch nicht raus. Schaden zwar angebracht, aber 117 hat er noch. So, jetzt kommt STRV da hier in seine Richtung und jetzt wird es richtig interessant, denn jetzt muss er sich ein bisschen verstecken. 8000 Schaden schon auf der Uhr. Wahnsinn einfach, was er hier auspackt. So, jetzt machen wir mal, gucken wir mal, was er gegen den STRV hier im Köcher hat. Aber da kommt er nicht drauf. Der ist da oben noch am Rückwärtsfahren. So, jetzt. Wuhu! STRV direkt schön in der Fahrt eine mitgegeben. Und jetzt hat sein Team die Chance, darauf zu ballern, aber der geht hier jetzt schon in den Belagerungsmodus. Aber das Foch nimmt ihn raus. Sehr wichtiger Kill jetzt in dem Fall. Jetzt ist natürlich das alles auch ein kleines Geduldsspiel. Wo ist der Gegner? Was macht er? IS-4, T10, das sind natürlich die Jungs, die noch hier ankommen können. Und die gegnerische Arti
die hat jetzt auch nochmal gerade hier einen kleinen Gruß hinterlassen. Also das sind jetzt so die Fragen, wo sind sie und wo werden sie auftauchen? Arti ist schon mal raus. TVP hat das Thema schon mal erledigt. Das ist schon wichtig. Jetzt natürlich die Frage IS4, T10, wo seid ihr? Er bleibt hier erstmal natürlich oben auf diesem Vorsprung, weil sobald da einer aufgeht, kann er den direkt wegballern. Aber er hat halt hier gar keine Sicht. Der TVP schaut jetzt mal so ein bisschen zaghaft hier oben vor. Foch bleibt hinten noch auf dem Cap stehen. Der wird wahrscheinlich low sein, sonst wäre er da nicht wahrscheinlich stehend, wo er steht. Macht aber damit auch die 1er-2er-Linie so ein bisschen safe. Aber die Übersicht könnte definitiv eine bessere sein. Das ist wirklich unglaublich nervenanspannend. Foch und TVP wagen sie jetzt mal langsam vor. Er hinten bleibt hier safe und deckt damit den Punkt ab. Ich glaube, er testet gerade so ein bisschen, wo er wie hinwirken könnte. Drei Minuten 40 sind noch auf der Uhr. Da ist der T10. Der hat sich aber mal ganz schön eingegraben da hinten. So, der bleibt da stehen. Schuss hat hier alle Zeit der Welt zu fliegen und kommt mit 673 an. So soll es sein. Einfach Wahnsinn. Der hat 9.500 Schaden auf der Uhr, hat aber erst einen Kill. Armer Kerl in dem Fall. So. TVP sollte leer geschossen sein. Wo ist der IS-4? Das ist natürlich auch noch einfach die Frage. So. Granate im Lauf. Kriegt er einen Spot oder macht das blind? Jetzt will er einen Spot haben, aber kriegt ihn nicht. Dementsprechend schießt er, aber der T10 geht ganz woanders auf. Aber ich wollte gerade sagen, der dürfte eigentlich kein Problem mehr darstellen. Jetzt noch die Frage, wo ist der maledeite IS-4? Und da ploppt er auf, trifft ihn auch einmal ordentlich. So, jetzt hat er ihn hier im Fokus. Jetzt kommt er runter und sie egalisieren sich selbstständig. Sehr schöne Aktion nochmal zum Ende. Und die ganze Runde hat 10.425 Schaden eingebracht. Einfach wahnsinnig. Ich glaube, das war ein verdientes Replay of the Week mit einer Arti auch mal besonders schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.